Audi. Siehst du diese Gitter? RS. Kuh. Oh, ich hab grad gefackert in deiner Hose. Acht. Normalerweise wird man jetzt so aussehen. Los, der Stuhl. Mit Chili, Vladimir. Das soll wirklich grell werden. Wir haben jetzt Telefon Max auf 320 angehoben. Ich finde es jetzt nicht stimmt, dass es so ist. Leistungssteigerung mit Garantie, brauchen wir uns nicht rumzumachen. Wir machen draußen los. Okay. Was hier los ist? Warte mal. Was? Oh, ich hab grad gefackert in deiner Hose. Okay. Was ist das für ein Biss? Das nächste Hochhaus auf dem Hof, oder was? Klosterstuhl. Klosterstuhl. Guten Tag erstmal. Herzlich willkommen. Kurz und knackig. Audi RS Q8. Kriegt die ganz schöne Packung. Wir haben's. Das letzte Mal verpasst, den letzten RS Q8, den wir auf Prior umgebaut haben, jetzt habe ich schon verraten, wir machen Prior, überhaupt ein bisschen damit zu dokumentieren, zu filmen, zu machen, zu tun. Aber das holen wir jetzt nach. Ja. Mhm. Weil wir haben noch ein Audi RS Q8 hier und da soll auch Prior kriegen. So, gehen wir's. Wie gesagt, Audi RS Q8 kriegt ein volles Prior-Kit dran. Das Einzige, was wir weglassen, ist hinten so diese, irgendwie der Heckspoiler oder sowas, der bleibt weg. Ansonsten auch hier, Fahrzeug wird tiefer gelegt. Fahrzeug bekommt andere Räder drauf, gehen wir noch mal drauf ein. Fahrzeug kriegt eine andere Abgasanlage, auch wieder Provokateur und wieder Fufu. Cool. Also auch hier ballern wir jetzt wieder die von Berti, die letzte MTM-Variante drauf. 810er Stage 2. Also das Zeug von Prior ist wirklich vernünftiges Zeug, was wir jetzt von dem letzten sagen konnten. Also es wird eine neue Frontlippe geben, hier kommen noch so ein paar Aufsätze drauf, dann gibt es noch die Verbreiterungen. Und. Dann wird das Auto dann noch foliert. Wir werden hier wieder mit einem grellen Farb. Das wird wirklich grell werden. Wow. Noch greller als dieses Blau vom letzten Jahr? Ja, das wird grell. Also hier passiert auf jeden Fall ein bisschen was. Ne? Also wie gesagt, Prior Body Kit, Räder 23 Zoll. Also wir gehen diesmal auf eine 23 Zoll. Beim letzten hatten wir eine 24 Zoll drauf. Aber ich wollte diesmal ein bisschen mehr in die Breite gehen und noch ein bisschen tiefer kommen. Deswegen nehmen wir dann die 23er. Da muss noch ein bisschen Radarschale und sowas umgebaut werden. Also super Spielereien. Das wird kein schnelles Projekt. Das dauert auch ein paar Tage, bis das fertig ist. Mhm. Wir werden jetzt erstmal starten, das Prior Kit anzupassen. Weil bevor wir das Zeug natürlich zum Lackierer geben, dürfen wir das alles einmal dran. Gucken, ob das alles so hinhaut. Wo müssen noch ein paar Kanten nachgearbeitet werden und. Dann sollen die Verbreiterungen schwarz-glanz werden. Also wir werden hier mit Basisfarbe knallig. Und Restfarbe Schwarzglanz arbeiten. Möchte auch der Kunde so haben. Ja, und dann denke ich mal, da wird ein Schuh draus aus der ganzen Geschichte. Also. Auf geht. Ich muss mal hier, Alter, ich sehe nichts. Es ist wirklich sehr hell gerade. Und es regnet, schön. Es ist Himmelssonne. Ja. Komisch, oder? Ja. So, jetzt machen wir weiter mit unseren, nicht unseren, sondern mit dem RS Q8 Prior Nummer 2. Prior ja. Nummer 1 haben wir nämlich gar nicht gefilmt. Nee. So, das Auto ist noch nicht fertig. So, wir haben jetzt schon mal, haben wir schon angefangen mit dem Auto, ne? Ja, ja. So, was haben wir jetzt gemacht? Der Kit ist jetzt schon montiert, lackiert, also zugehört, heißt, der Kit besteht aus der Hutze, wahlweise, diese Verbreiterung nochmal vorne für die Lüftungsdinger, mhm. Die Lippe ist mit bei, dann hast du die Radfender, das heißt Verbreiterung, 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 einmal die komplette Schwellergeschichte, dann kommt hier noch wie so ein Aufsatz drauf, das machen wir auch da folieren drauf dann. Ne? Dann geht es weiter, Verbreiterung hinten, hier unten Stoßstange, sowie auch hier die Flaps und der Heckansatz, so oder die Teile von der Heckansatz. Das gehört alles zum Kit, wahlweise gibt es noch einen Dachkantenspoiler, also Dachkantenspoiler und hier so eine Lippe, die du hier hinten spoilern kannst. Ne? Die beiden Sachen gibt es auch noch wahlweise mit dazu. Wollte jetzt aber der Kollege noch nicht haben. Ne? Wir wollten uns das mal so angucken. Dann haben wir von den Jungs von Vossen gleich noch die HS5 machen lassen. Mhm. Weil, ich zeige euch jetzt mal eigentlich, wie das normalerweise aussieht. Normalerweise wird man jetzt so aussehen. Das sieht ja aus. Aber da sieht man mal, wie breit das Kit eigentlich aufbaut, war. Denkst du jetzt aber gar nicht, weil du da drüben siehst. Überhaupt nicht. Also hier baut es wirklich mega krass auf. Und da sind wir natürlich mit der Felge jetzt wesentlich weiter rausgekommen. Mhm. Haben aber in der Regel eigentlich nur mit den Einpresstiefen gearbeitet, weil wir auch die Original-Reifen-Fitments weiterbehalten. Ja. Weil das Problem ist nämlich halt, du musst nämlich auch hier vorne, siehst du jetzt, das kann man auch später nochmal zeigen, hast du normalerweise so ein Gitter, was nach vorne geht. Das haben wir jetzt rausgenommen.
Na, von hinten geht er gegengesetzt, damit er beim Lenken nicht schleift. Das sind immer die Probleme, was die Fahrzeuge haben. Ah, okay. Das haben wir quasi hier vorne dann jetzt umgebaut, die ganze Geschichte. Des Weiteren haben wir noch die Provo-Abgasanlage drunter gesetzt. Also auch da wieder die Provokateur-Abgasanlage mit Klappensteuerung und den ganzen Krams, was dazugehört. Die müsste sich ja theoretisch ähnlich anhören wie beim... Bisschen anders. Echt, ich finde, dass der RS6 sich anders anhört wie der RS-Q8. Mhm. Das können wir uns auch noch mal angucken. Das machen wir aber, wenn das Video fertig ist, genau, wenn die Farbe noch drauf ist. Dann hat er noch eine MTM-Leistungssteigerung bekommen. Oh. Also auch die Stage 2. Das heißt, wir machen, oder das Ding hat jetzt die 820 Bulle. Also da werden wir auch noch mal eine kleine Probebiege machen. Aber ich finde, dass das Auto selber an sich mit diesen Breitbauen eine sehr geile Erscheinung hat. Ja, das wirkt schon massiv jetzt. Der wirkt ja serienmäßig schon massiv, finde ich. Aber jetzt natürlich... Ja, ich würde jetzt so fahren in Glanzschwarz. Oder in Schwarz eben halt gehalten. Ne? Also All Black. Das ist ein bisschen ein Understatement, weil ich habe das Auto jetzt mal einen Tag vorne stehen gehabt. Da haben ganz viele Leute geguckt und konnten gar nicht einloggen, was ist denn jetzt überhaupt genau passiert? Das ist wirklich irgendwo mit der Bombe ins Auto daneben stehen. Könnte auch eine Edition quasi sein, war von... Könnte eine Edition sein. Könnte jetzt irgendwie so ein Sondermodell vom Sondermodell am Sondermodell sein. Oder sowas limitiert. Halt, ne? Limitiertes Sondermodell. Ja? Wo nochmal Sondermodelle drauf gekommen sind. Ne? Aber ich finde, das Kit sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Ne? So, das haben wir alles. Die Lackierer haben auch Gas gegeben. Das war natürlich auch ein bisschen Arbeit, immer das ganze Zeug zu schleifen, zu füllen, zu machen und zu tun. Das ist jetzt so der Zwischenstand. Ja. Eigentlich ist das Auto fast fertig. Wir haben das ja einfach bewusst drüben die Räder abgelassen, damit wir euch mal den Unterschied zeigen können. Wie muss es stehen und wie steht es nur original? Genau. Ja, das ist so. Das ist wirklich. Ja. Wenn jetzt hier rein schon, siehst du diese Gitter? Und dann? Die sind eigentlich gar nicht da drin. Da sind eigentlich normale Plastikgitter drin. Und das bauen wir eben halt um, damit zum Schluss auch alles soweit nicht schleift, macht und so, damit wir da ein bisschen Platz gewinnen. Ansonsten passt das Kit jetzt super. Klar, Anpassungsarbeiten sind nötig. Ist ja nicht so, dass das Kit angeliefert kommt, du schmeißt das einfach dran und freust dich danach. Also da bist du schon mal ein paar Tage mit beschäftigt, dass es alles wirklich zu 100% harmoniert. Und zumindest ist das unser Anspruch. Das sollte der Anspruch sein. Also was anderes kommt ja auch gar nicht in die Tüte. Wir gucken uns den Kollegen nochmal an, wenn ich hier komplett, wenn wir hier komplett durch sind, wenn die Folie drauf ist. Und ja, bis gleich. Ja. Ich kenne so eine komische Lieder nicht. Das war Stefan Raab gewesen früher, aber die war total itchy. Ja. Itchy Lee und Vladimir, ich wäre gern so stark wie ihr. Ihr habt Hände so groß wie Patte und einen Brunstumfang wie Natte. Drum frage ich euch nun, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr den Dieter Bohlen mal flick den Arsch versuchen? Wann dass du dir sowas merkst? Das merkt mich, oder? Schon bescheuert, ne? Warum ich mir sowas merke. Ne? Endlich schaffen wir es mal, einen von den Prior RS Q8 vor die Linse zu kriegen. Mhm. Ja? Beim letzten haben wir es ja ganz schön verkackt. Ja, ein bisschen schon, ja. Haben wir es voll verpeilt, ne? Haben wir keine Zeit gehabt. Hier steht die Püppi. Schön. Gonzuela. Würde ich jetzt machen. Ja. So. Wir haben heute Donnerstag, das Ding soll uns, Mittwoch haben wir heute. Mittwoch. Und am Freitag wird das Auto endlich geholt nach langem Prozedere. Das Auto ist sehr, sehr knallig geworden, sage ich schon mal vorab. Ja. Auch hier fahren wir jetzt die MTM Stage 2 in dem Wagen drin. Das heißt die 810, 820 PS Variante. Hat man jetzt schon mal bei einigen Fahrzeugen gemacht. Und dann musste ja das Steuergerät eingeschickt werden, war zu MTM. Richtig, genau. Der hat dann quasi vorne die neue Ansaugung bekommen, dann das Steuergerät von MTM umgebaut bekommen, das haben wir eingeschickt. Dazu haben wir jetzt auch wieder die Provo-Anlage drunter, also die Provokateur-Abgasanlage drunter. Hört sich wieder sehr, sehr gut an, können wir uns ja nochmal anhören, wenn er in Stand ist. Ja. Nicht zu übertrieben, aber wirklich schöner Sound. Und das erstmal leistungstechnisch. Ja, ansonsten, klar, das Prior komplette Bodykit, außer zwei Lippen hinten oder zwei Ansätze, die haben wir nicht mitgemacht, die wollte der Kunde nicht haben, gehen wir nochmal drauf ein. 23er Räder diesmal, bei den anderen hat man 24er drunter gepackt, aber mit den 23er Rädern steht das echt ganz gut. Und
Tieferlegungsmodul, klar. Und das reicht auch eigentlich auch schon für das Auto. Ist schon das ist schon, das, ja genau. Und dann foliert eben halt in PBF-Farbton. Gucken wir uns dann gleich draußen nochmal an. Auch hier wieder ein bisschen Schubabschaltung programmiert. Ich weiß nicht, ob man es dann hört. Also drückt auch wieder gut rein. Wir haben jetzt hier von Max auf 320 angehoben. Klar, 102 Oktan Abstimmung. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Leistungssteigerung, die war, das ist ja nicht die erste. Wir haben jetzt glaube ich drei oder vier von diesen drei Autos haben wir gemacht. Eigentlich hatten wir sogar schon Langzeittest, kannst du fast sagen, mit dem R7. Da haben wir echt ordentlich Kilometer drauf gespult auf das Ding mit der. Ist ja Software. Ähnlich, ist ja ähnlich. Vom Motor ähnlich. Her. Das scheint auch ganz schön. Ja. Und mit dem R7 hatten wir gar keine Probleme. Das Ding, das lief und lief und lief. Richtig. Zwei Raden. Hat ja einen Ölwechsel bekommen und dann ging das Ding weiter. Auch jetzt die letzten R6, die wir gemacht haben, die waren auch super gewesen. Ne? Das Schöne ist eben halt, du kannst das Auto wirklich dezent fahren. Also wenn du jetzt nicht weißt, da ist eine Leistungssteigerung drauf, kannst du ganz normal chillig fahren. Also wenn jetzt, sag ich mal, hier nochmal Dynamik nicht auf Sport, dann ist die Schubabschaltung auch runter, die ist ja auf Sport gelegt. Ne? Wir wollen es nicht übertreiben, das ist ja auch noch was. Da ist schon ordentlich Fufu da. Ne? Also das, Junge. Das geht echt schon gut. Also wie gesagt, Leistungssteigerung mit Garantie brauchen wir uns nicht rumzumachen. Ja. Am Ende des Tages bis jetzt alle Autos zu überleg hatten. Doch mal mit Garantie, du fährst hier 820 PS. Aber sagen wir mal 810 PS. Ja. Und hast einfach mal Garantie noch mit drauf. Ja, und ist es eingetragen. Das ist eingetragen. Es gibt, das ist richtig zum Schluss. Ja gut, es hat seinen Preis. Ja, na sicher. Es hat seinen Preis. Aber das heißt ja überall, wenn du irgendwas eingetragen haben willst. Es ist halt, ja, ob du jetzt nur AMG machst oder hier, was ich, Brabus oder AC Schnitzer, was weiß ich, wenn es da alles noch so gibt. Also, aber gefühlt ist es so, du merkst, dass der schiebt, aber du kriegst auch die Geschwindigkeit nicht mit. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich bekotze mich jetzt in dem Auto oder sowas. Also es ist eine schöne Beschleunigung. Ne? Also eine wirklich schöne Beschleunigung. Auf jeden Fall. Sound auf jeden Fall mega. Ja. Fahren tut sich das Auto auch wirklich gut. Schön eben halt wieder mit dem Tieferlegungsmodul, Komfort, Dynamik und so weiter und so fort. Kannst du das Auto einstellen, wie du Bock drauf hast. Kannst du da eben halt im Dynamikmodus ein bisschen knackiger hinstellen. Weil du musst ja sehen, du schneidest ja jetzt hier nicht keine Radläufe raus oder sowas alles. Dementsprechend wirst du mit dem Auto immer relativ hochfahren. Mhm. Weil wo sollen denn die Räder sonst eintauchen? Das geht ja gar nicht. Und deswegen wirst du nicht extrem tief fahren, sondern immer relativ hochfahren, sonst würde das Auto schleifen. Ne? Das ist einfach so. Aber wenn man sich eine humane Fahrstufe einstellt, denke ich mal, funktioniert das auch ganz gut. Wir können ihn nachher trotzdem mal, ein kurzes Stückchen runterhauen. Na klar. Hier geht es jetzt auch mal, das Ding wird aber gar nicht aufgeschießen. Nee. Ne? Also wirklich geil. Wenn das Drehmoment reinkickt, dann ist oder ordentlich. Dann kriegt er ordentlich. Ne? Wo war denn das gewesen? Wurde damals die Kamera fast eine Beule in. Das war der e-tron hier. Der da warst du nicht drauf vorbereitet gewesen. Ne? Ja, einfach nur weil. Ja, und warum mit den R7 damals gelauncht hast, warst du auch verschwunden gewesen. Das kurzzeitig, war auch krass, ne? Ja. Das ist wie gesagt, sind alles Kundenfahrzeuge und deswegen rasten wir jetzt ja nicht aus und drehen ja voll durch. Ich glaube, die Zeit mit den Ausrasten und Durchdrehen sind eh ein bisschen vorbei. Man muss halt echt aufpassen, war das so. Ja, du kannst auch keinen Blödsinn mehr machen, das ist einfach so. Aber ich finde, das ist so ein bisschen dezent so, weil ich glaube, von draußen wird es nicht übertrieben laut sein, dass du den Leuten übelst auf den Sack gehst. Klar, wenn jetzt so viel Stadt. Ich glaube, von draußen wird das schon, also ich glaube, ich weiß es nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es von draußen nicht gerade leise ist. Also aber innen hört es sich auf jeden Fall schön an. Definitiv, wunderbar, das ist wie Musik. Ne? Ja, also, genau. Wenn ich könnte, weil ich mich zur Disco stellen würde, nur nicht ganz aufs Dach treten. Also, und da brauchen wir nichts anderes mehr. Ne? Na du Proll. Und? Hört sich wirklich schön an. Ist das nicht so. Nee. Ist nicht so. So. Ne? Sondern. Nee, so richtig schön bassig. So, wie man sich eigentlich ein V8 vorstellt. Nicht so ein abquickendes Ding. Ja. David! Das ist der Mann des Jahres. Unser David.
So ein geiler Typ. Ein geiler Typ. Gucken dir an, wie er da steht, Junge. Das da. T-Shirt, das platzt fast. Oh. Ja. Dela, willst du Kaffee trinken? Ja, gerne. Ich trinke gerade Yoshis Kaffee mit Zucker. Das wird scheiße. So, ihr Lieben, hier ist er. Ja. Audi RS vom lieben Dirk, Q8, Prior Design Umbau. Ja? So, also gehen wir mal los. Was gehört jetzt alles zum Prior Kit? Wir hatten ja schon mal kurz erwähnt. Also erstmal die Farbe. Also ich bin nicht der Mensch, der dieses farbige geil findet, aber es kommt tierisch bullig rüber, ja. Oder? Also durch diese breitgezogene Front mit der ganzen Schwarz-Glanz-Applikation dran. Du weißt ja nicht, wie viel von dir Stoßstange, das ist ja einfach nur Monster. Das ist ja wie so ein riesengroßes Maul, ja, genau. was da angefahren kommt. Auch jetzt, wenn die Sonne so rauskommt, ne, wenn ich die Folie da so diese Pigmentierung hat, das ist echt schon schick. Ne? Das hat das Schöne an der Folie, an den PWF-Farbton. Das sieht im Dunkeln oder bei trüben Wetter wirklich gar nicht so spektakulär aus, aber so wie Sonne rauskommt, ja, das ballert übel. Sau, oder unter Kunstlicht. Aber natürlich. Bei jeder PWF-Folie, war ja. Selbst bei diesem Matt, dieses, was du immer machst. Bei diesem Matt Diamondblack, ne? Genau, das ist auch, ja genau, richtig. Ne? Prior-Kit besteht jetzt aus Frontsporterlücke unterhalb. Aufsätze hier. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es wirkt dann immer noch ein bisschen. Es kommt noch mal so ein Stückchen ein bisschen weiter raus. Ne? Sieht noch ein bisschen finsterer aus, die ganze Geschichte. Luftputze, gut, ist gewöhnungsbedürftig. Ich finde es ja bei dem Kit cool. Ob ich es selber fahren würde, weiß ich nicht. Hier passt es dazu. Ja. Werden sich die Designer was dabei gedacht haben, denke ich mal. Ansonsten haben wir halt die kompletten Radlaufverbreiterungen. Von hier unten angehend bis rüber. Seitenhutzen, die Spannerleisten, die du jetzt hier siehst. Mehrteilig natürlich, bis hinten durchgehend. Hintere Radlaufverbreiterung und Heckansatz. Ah ja. Also Heckdiffuseransatz, diese Dinger, die sie finden, die da drauf sind. Ah, ich glaube, ich weiß, was fehlt. Genau. Hier hast du eigentlich noch so eine Lippe, die raufkommt. Und hier noch so eine Verlängerung. Da war sich der Dirk noch nicht so richtig sicher gewesen, ob er das will oder nicht will. Deswegen haben wir es mal weggelassen. Ich finde es nicht schlimm, wenn es weg ist. Ich finde es auch nicht schlimm. Aber kann man zur Not auch noch nachrüsten. Ne? So, ansonsten, wie gesagt, CTT-Verlegungsmodul, das ist jetzt quasi ein abgelegter Modus oder beziehungsweise ein Show-Modus. Tiefer geht das Auto auch nicht. Tiefer kannst du auch nicht, weil, wie ich schon gesagt habe, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier riesengroß Platz schaffen bei der ganzen Geschichte. Hier wird ja nichts zerschnitten. Es wird ja aufgesetzt. Ne? So, das heißt ja drinnen, die ganze Kontur, wenn du schon reinfährst, siehst du diese Original-Kotflügel, alles, das bleibt ja alles bei. Ne? Und dementsprechend kannst du das Auto halt nicht so knacke tief fahren oder versenken oder sonstiges machen. Da müsstest du ja hinten einen riesengroßen Detailschaden draus machen, damit das so funktioniert. Also wird das Kit dann im Endeffekt geklebt? Ja, so komplett verklebt. Also kannst du es theoretisch wieder abmontieren, wenn du keinen Bock mehr drauf hast? Und dann ist. In der Theorie könntest du das jetzt abmontieren, wenn du keinen Bock mehr drauf hast, richtig. Und na klar, müsstest du natürlich wieder ein bisschen was nachlackieren. Ja, na, das. Und das Einzige, wo wir irgendwas aufbohren mussten, war glaube ich wegen den PDCs bei der vorderen Stoßstange. Ah, okay. Aber ansonsten, ja, du könntest theoretischerweise könntest du das Auto wieder zurückrüsten. Ja. Das würde gehen. Ne? Ich finde es halt ja geil, dass durch die Farbe auch diese ganzen Konturen wirklich. Ich mag die Farbe auf einmal. Aber durch dieses Matte war auch krank. Ja, ich finde es wirklich gut. Parallel dazu gab es noch ein paar Fossenräder. Bereifung ist original geblieben. Die sind halt nur mit der Einpresstiefe weiter rausgerutscht. Haben aber hier auch eine Platte noch mit verwendet gehabt, weil, falls da wirklich mal die Räder keinen Bock mehr drauf hat, dass du es auch auf ein normales Auto auch wieder verkaufen kannst. Ne? Wir können noch mal ganz kurz zeigen, was an der Ansaugung geändert wird, also was dort ausgetauscht wird, weil das hat man bis jetzt bloß einmal gezeigt. Das ist ein riesen Auto, wenn du hier so davor stehst. Ja. Du siehst erstmal nicht viel. Hier unten drunter der Kasten ist komplett abgeändert. Dann hast du hier andere Schläuche drin. Ja, du siehst jetzt nicht wirklich, das hätten wir mal filmen müssen, wenn es draußen war. Ich hatte wie so eine Art Carbonansaugung. Ne? Und also das komplette untere ist alles umgeändert, wenn du hier alles rausnimmst. Ja. Ne? Dann hier das Dreieck ist anders. Also wie gesagt, einmal completely. Aber es sieht erstmal so. Es sieht original aus. Wenn du jetzt nicht wüsstest, da ist was passiert, dann würdest du nicht denken, dass eben halt die Schläuche eben hier ersetzt wird. Aber das weiß das, ja auch kein Mensch. Ja. Aber wie gesagt, in dem Fall ist ja trotzdem auch alles eingetragen. Also die Ansaugung mit der Leistungssteigerung ist so, wurde so in die Papiere oder wird jetzt so auch in die Papiere hinterlegt. Ja, ja, so viel zu den Kollegen hier. Also wie gesagt, ich selber finde es schick. Viel kann ich jetzt nicht dazu sagen. Also alles andere ist ja selbsterklärend, wenn ihr Fragen zu dem Umbau habt. Ich selber, wenn er jetzt gerade so da steht, muss ich selber gerade Hütte machen. Das muss ich Onkel Helmi jetzt mal schnell schicken. Da freut er sich nämlich kaputt. Warte mal, das mache ich jetzt gleich mal sofort. Seht ihr mal, wie Dominik Fotos macht. Schwer. Ich finde es cool, sagt mal eure Meinung, was ihr dazu sagt. Ich finde es auch cool irgendwo, dass die Felgen in Bronze sind. Ich hatte am Anfang wirklich richtig tolle Bauchschmerzen damit gehabt, weil er wollte unbedingt bronzefarbene Felgen haben. Aber jetzt aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es auch cool. Ich finde es jetzt nicht schlimm, dass es so ist. Ne? Also Schwarz würde schon wieder untergehen. Und dann ja, weil du so viel Schwarzglanz dran hast eben halt. Also ich finde es irgendwie wirklich mega.
Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Wir beraten euch gerne weiter. Wenn ihr so einen Umbau haben wollt, könnt ihr auch gerne zu uns kommen. Aber am besten würde ich sagen, anrufen oder Mail schreiben, weil ich finde, bei Instagram geht das immer unter. Ja, Mail schreiben oder am besten mal anrufen. Mhm. Anrufen ist immer das Beste. Oder vorbeikommen, das ist noch einfacher. Selbst Mails gehen bei mir auch gerade wirklich ganz, ganz oft unter, weil ich muss mir den jetzt angucken. Ich finde es wirklich schick. Also irgendwas hat's. Ja, weil selbst Mails, es sind so viele Mails, die reinkommen, dann hat man mal wieder ein bisschen Probleme gehabt mit dem Netz. Ach, das ist alles kacke. Ne? Schreibt, er ruft einfach durch, meistens gehe ich dann selber ran und dann kann ich euch ein paar Sachen zu der ganzen Geschichte erklären, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ja, also wie gesagt, fassen zusammen, Prior Body Kit, Folierung ist klar, 23er Pfosten hat er bekommen, das Tieferlegungsmodul von CT, was eigentlich immer Sinn macht bei der ganzen Geschichte, und die Provokator Abgasanlage und dann natürlich Leistungssteigerung durch MTM Ansaugung und Software. Irgendwas hat's. Ja. Und endlich haben wir mal ein RS Q8 von Prior. Ja. Ciao.